Willkommen, meine Sturmtruppler. Wieder zurück zu Pokémon Revolution. Wir nehmen unseren Job als Trainer wieder an. Ich und... Fächen, ich, hallo. Wir sind wieder zusammen unterwegs. Und wir haben so uns ein bisschen gequatscht und offscreen ein bisschen reingeschaut. Wir werden jetzt hier in der Folge nichts spoilern, aber wir werden offscreen trainieren müssen. Auf jeden Fall, mir sind ein paar Sachen entgegengekommen und das war nicht so rosig. Wie empfandst du das so? Es war schwieriger als gedacht. Also hier die Starterwahl ist sehr wichtig. Und das Team, es muss wirklich hochgebracht werden. Also ich werde zum Beispiel auch hier Taubsi und Visior jetzt auf die Bank legen. Denke ich mal. Und mir. Teams, ja. Visior, Ratzfratz, Glumanda, Taubsi. Wir haben wieder was rausgefunden. Und ganz klar, wir werden ein paar Sachen dann wegschneiden. Auf Screen-Training werden wir zum Beispiel wegschneiden. Oder auch der Gang ins Pokémon-Center und heile und wieder raus. Das war wir auch. Ich zeige euch jetzt mal das Symbol hier neben mir rechts. Das Symbol werde ich im Blende, wenn ich im Pokécenter war und wieder zurück bin. Dasselbe wird dann beim Feche im Screen zu sehen sein. Dass wir gleich wissen, was das Symbol immer heißt. Das tun wir dann über der Avatar drüber, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja. Des Weiteren darf ich euch meinen Queen-Screen vorstellen. Den Sie nicht sehen. Vorher war ja immer das typische YouTuber-Regal zu sehen. Jetzt Elgato-Screen, Queen-Screen. Das schneidest du weg. Elgato-Queen-Screen. Mal gucken, ob es wegschneidet. Ich bin nope. Glücklich über das Teil. Echt mega, das Ding. Gut, nehmen wir los. Wie ja. Ihr habt. Also ich würde auf jeden Fall gerne, also wir haben wie gesagt hier reingeguckt und ich möchte auf jeden Fall mir ja, das ein oder andere Pokémon fangen. Das ist ja wichtig. Ja. Und trainiere halt. Genau. Ich weiß, dass hier unten eins der besagten Pokémon ist. Schau mal, da liegt ein Item. Das hole ich mir noch. Wo liegt da ein Item? Dann bin ich hier die Treppe hoch. Da kannst du uns mal sagen, was der Gentleman hier will. Gentleman Matthäus. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, dass Fähige dort neben den Blumen steht. Aber also er sagt, es gab mal einen Angelwettbewerb, aber es ist sehr schade, dass niemand mehr im Angeln, am Angeln interessiert ist. Also du weißt sogar, wie das übersetzt heißt. Sonderbonbon! So. Wollen wir zurück in die erste Wiese gehen oder wollen wir hier typisch Route 22? Fangen wir jetzt direkt Training an. Auf jeden Fall unser Team vergrößern. Mit was will denn sie? Wo ist denn jetzt? Ach hier, Madeleine. Hallo Madeleine, was willst du? Hiya! Ich liebe meinen Mirapla. Aber ich möchte in eine andere Richtung mit meinem Team gehen. Vor allem, da sie bereits ein Gras-Pokémon hat, möchte sie nicht noch ein Gras-Pokémon. Okay. Werde ich wohl Bisasama am Anfang genommen haben. Und zwar, sie möchte ein Taubsi. Ein Taubsi? Fertig. Und zwar möchte sie eins mit speziellen IV werben. Oh. Es soll. Wo sieht man die EV? Wenn man auf Taubsi draufklickt. Die orangene Zahl. Richtig, also meins ist auf jeden Fall schon mal nicht geeignet. Was sie möchte 15 IV in Attack und 15 IV in Speed. Habe ich. Meins hat 3 Attack und 16 Speed, das heißt, ich muss mir hier erstmal eins. Und dann gibt es immer was? Ein Mirapla. Nehmen so wie ich das jetzt verstanden habe. Nehmen wir mal. Ja, ich muss mir jetzt erstmal ein Taubsi holen gehen. Hä? Ich hab's Taubsi noch. Sie hat mir jetzt etwas Mirapla gehabt und ich hab's Taubsi noch. Ja, freu dich. Das ist wow. Schuld. Ja, geil. Ich hab den Feuerstarter genommen, hab jetzt schon eine Pflanze. Ich brauch das auch unbedingt. Nice.
So, wir gehen jetzt hier weiter. Fähige wird sich das Taubsi besorgen für dieses ominöse Tauschen, Vorzeigen. Da hast du mal Mirabla gedöns. Und während wir trainieren, kommt dann immer das Symbol auf unserem Avatar. Und wenn wir fertig sind, ein anderes Sinayodan. Wir sehen uns nach dem Training. Da stellen wir euch dann noch mal das Team vor. Im Moment der Stand von meinem Team. Level 3 ist 7, 5, 5, 5. Also ich habe ein Visio in 3, ein Pikachu in Level 6 und mein Taubsi mit Level 7. Bis nach dem Training. Da können wir dann ewig die Musik im Blender oder sowas. Ja. Also besorg du dir jetzt erstmal das Taubsi. Dün, 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 dün. So, da sind wir wieder zurück aus dem Training. Es ist jetzt so, dass wir das Team quasi aufgeräumt haben. Ne? Ich besitze jetzt noch Glumanda und Mirabla. Das Mirabla haben wir hier ohne von dieser Pfadfinderin, würde ich jetzt einfach mal vom Outfit her deuten, wenn man ein gutes Taubsi vorzeigt. Wie sieht es bei dir im Team aus? Ja, also ich habe während dem Training auch dieses Taubsi gefangen, war bei Madeleine und habe mir auch Mirabla geholt. Und mein Team ist geschrumpft auf Mirabla und Pikachu. Hast dich also auch für den Giftpflanzentyp entschieden. Ja. Trainingstechnisch, Mirabla war 5, ist jetzt 6 und Glumanda ist Level 8. Neue Attacke gibt es keine, bei beide Pokémon nicht. Wir heilen jetzt noch und dann schauen wir mal links die Route, die vor der Pokémon-Liga ist, wie die aussieht. So, da bin ich zurück vom Heilen. Geh mal los. Hey, das aussieht wieder im Gras hin. Ah, guck mal hier. Ich weiß von der alten Spiele her, dass da eigentlich Item. Ja. Ne, das wird sich eigentlich, will uns das Spiel klar machen, du brauchst ja Schneider hier. Aber man kommt da so dran. Und da haben sie den Weg mit so Baumstämmen versperrt. Mhm. Okay. Na, da ist ein Raubi-Nerve drin. Der hat einen Schlupfhock. Ja, man weiß halt nie, ob das da irgendwo gefangen war oder ob man das von weiter weg her hat. So. Wie sieht's hier aus? Oh, es gibt auf jeden Fall viele, viele Monster. Also es ist viel mehr Gras wie in der Edition. Wie ich euch schon gezeigt habe. Ja, ratzfatz gibt's schon hier auch. Die Angler-Pokémon werden uns auch hier angezeigt. Ich zeige euch einfach das Bildchen hier noch einmal, wenn das Training fertig ist. Wir trainieren jetzt noch hier und vielleicht fangen wir was Interessantes. Ich habe die Hoffnung, dass vielleicht der Mankey hier zu finden ist. Wie so in der Game-Edition. Was ein Kampf-Pokémon wäre, weil ich brauche unbedingt ein Kampf-Pokémon für den ersten Arena-Leiter. Ich weiß nicht, ob Mirabla wirklich so die Bombe sind wird dort. Ich baue nur mehr auf Mankey. Du wirst da wahrscheinlich auch Mankey holen. Wenn es hier eins gibt, auf jeden Fall. Ja, und dann schauen wir mal. Wir sehen uns später. Auch ins Training. So, willkommen zurück. Kleines Update von uns bezüglich des Trainings. Glumanda Level 10, Mankey 7, Nidoran immer noch 5, Mirabla 8. Geht mittlerweile ganz gut gegen die Taubsi und Ratzfratz bei mir. Das hier ist der Wiesenstand hier auf Route 1. Den ich bis jetzt im Gras gefunden habe. Mir fehlen immer noch 2 Stück und natürlich das Kopfnuss-Ding. Ja, bei mir ist es, mein Pikachu ist Level 10, mein Mankey 7, mein Mirabla ist 7, Nidoran und Ponita auf Level 6. Ja, ich habe ein Ponita gefunden drüben auf Route 22. Das ist die, wo es Richtung Pokémon-Liga geht, wo wir uns noch angeschaut haben. Genau, und bei mir fehlen jetzt hier auf Route 1 auch ein graues noch und ein Kopfnuss-Pokémon. Oh, ja, dann erzähl mal, was hast du noch wo in der Box? Radfratz, Taubsi, Weberak, Visior und Visor und die Weiterentwicklung davon. Ah ja. Und wir haben jetzt unterbrochen, warum? Weil wir uns links unten Youngster Bill stellen wollen. Wir dachten uns, für zum Training wäre es vielleicht auch mal lustig, gegen einen Trainer zu kämpfen. Showdown. Oh, Moment. Ela. Gegen Radfratz. Tapper. Yeah.
Bei mir ist die Musik aus. Wir tauschen dann gleich mal gegen Menki. Menki sollte gegen Redfords ganz gut reinhauen. Ja, Mirabla müsste auch ein ganz guter Job machen. Wir tun erstmal Pumpe. Wir haben gehofft, da gibt gut XP. So, gepumpt ist es. Ruckzuckiebe ist segelhaft. Oh, das Pumpe hat gut gebrummt. Und es ratzfatz ist down. Ein Bisasam. Was? Tatsächlich hatte Bisasam. Eieiei. Zum Glück. Ich kann nur ganz gut mit Glumanda zu gehen, Halle. Aber wir wollen ja die andere Level. Ja, ich habe jetzt tatsächlich größere Probleme, weil mein Ponita kann noch keine Glutattacke. Das erlernt erst mit Level 9. Aber ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe doch Nidoran männlich. Und das hat die Schnabelattacke und das müsste eigentlich recht gut. Stimmt. Das, ja, genau. Das ist ein das guter Switch. Das müsste recht gut gegenhalten können. Ja. Das ist ein guter Switch. Wir haben ja gemerkt, wie Habitak unser Mirabla ganz schön rupft. Jetzt rupfen wir zurück. Dumme beim Bisasamo ganz kurz die Knospe abbeiße. Das gab gut XP. Ja? Also mein Nidoran ist jetzt auch noch Level 7. Menki ist kurz vor 8. Ja, mein Nidoran ist 5 und ja, down. Bisasamo ist down. 33 und 20. Also 53 jetzt insgesamt auf Pokémon Gap. Ist halt jetzt geteilt gewesen, aber egal. Das war der Trainerkampf, den haben wir jetzt hier mal so weggepickt. Ist machbar, ne? Ja. Jemand, wo dieser Samen oder so am Start hat, der guckt halt, dass er Vogel-Pokémon sich besorgt, dann kriegt er dann ganz schnell. Ja, da wollten wir eh noch einen Tipp geben, weil wenn man jetzt anguckt, was wir jetzt schon gekriegt haben, wir konnten relativ einfach einen Mirabla bekommen, indem wir es mit einem Taubsi. Links in der Route habe ich jetzt einen Ponita gefunden, wodurch man Feuertypen hat. Dann Menki-Kampftyp und Gifttyp Nidorans. Richtig, und ich bin mir nicht sicher, also in den Originalspielen war es ja so, im Vertania-Wald gab es Pikachu. Wir wissen es nicht, wie es hier ist. Aber wenn es das gibt, dann wäre tatsächlich das einzige sinnvolle Starter-Pokémon Shigi. Weil Wasser war bisher noch gar nichts. Richtig, ohne Angel. Also wenn ihr anfangt... Den Tipp wollte ich mal Wassertyp nennen. Genau, nehmt Shigi, weil alles andere kriegt ihr hier jetzt erstmal schon... Zu Genüge. Genau. So. Wir trainieren noch ein bisschen weiter. Wir trainieren weiter. Das war der Trainerkampf. Und wie weit wollen wir in etwa trainieren? Ich möchte das ganze Team auf 10 bringen. Außer ich habe vorher keinen Bock mehr. Das klingt doch gut und wir sehen uns dann wieder, wenn wir also Level 10 sind. Ciao, ciao! So, da sind wir aus dem Training zurück. Aktueller Stand, Nidoran männlich 5, habe ich nicht trainiert. Menki 7, Mirabla 9, kann jetzt Giftattack. Und Glumanda Level 10 und kann jetzt, wie heißt das, dunkler Rauch oder so. Tut auf jeden Fall im Gegner dafür sorgen, dass er mehr Attacke der Nähe begehen. Das verringert die Genauigkeit, danach hast du doch gesucht. Also mein Pikachu immer noch 10, mein Menki ist jetzt 8, mein Mirabla erst 7, mein Nidoran männlich dafür auch schon 7 und Ponita ist 6, auch kurz vor 7. Da, Route 22, wie man sieht, Ponita ist jetzt hier eingehackt. Der Dodo haben wir auch noch gefunden, eine Habitat. Aber da oben sind ja immer noch 2, die wir nicht wissen. Es gibt halt auch in dem Spiel ja den Tag-Nacht-Rhythmus, das heißt, wir haben jetzt nur tagsüber gespielt, also jetzt war es gerade nur tagsüber. Ja. Also es kann sein, dass uns 2 Pokémon fehlen, die halt nur nachts auftauchen. Gut, wir haben in der Stadt bis jetzt nur das Pokémon-Center gesehen. Und da wir jetzt das Training erstmal sein lassen, gehen wir da in der Stadt ein bisschen weiter. Wir waren da schon auf Heile und so, das haben wir alles erledigt. Bei der Officer kann man eine Quest annehmen mit Ratzfatz sammeln und so, das haben wir jetzt nicht gemacht. Hier haben wir den Markt,
kann man sich Pokebälle kaufen und so. Und der Orbe ist ein Clown. Und weil wir denne entdeckt haben, haben wir gesagt, wir schauen mal wieder rein. Und Fische erzählt uns, was der Clown will. Und wie ich dann an dem Clown mal dran ist. Willkommen im Viridian City Poker Arena. So. Die Arena wird geleitet von Giovanni. Was? Es hat romanische Architektur, irgendwelche Pillar und ziemlich alte Traditionen. Und wie die Farben schon erzählen, es hat dort Boden-Pokémon. Und wir haben noch nicht genügend Orden, um irgendwelche kostenlosen Items von ihm zu bekommen. Wir sollen irgendwann wiederkommen. Okay, gut. Wir wissen ja alle, Giovanni ist eigentlich Orde Nummer 8. Also ich wette, wenn ich durch die Tür reingehen will, dass das nicht geht. Ja, ist er so. Okay, dann gucken wir doch, was. Dann haben wir da oben noch jemand mit gelben Namen. Wo geht's denn hier hin? Gar nirgends. Du kommst halt nicht lang. Was will sie? Wow. Sie sagt, die Luftballons sind hübsch. Was will er? Hallo, ich. Moment. Er macht so eine Art Erforschung, wie die Leute abschließen, wenn sie Brock, den Arenaleiter, besiegen. Ich glaube, Brocco. Mhm. Ja. Moment. Und zwar, wir sollen 4 Pokémon entwickeln. Ja, klasse. Und wenn wir das machen, kriegen wir ein Item von ihm. Ich nehme die Quest jetzt einfach mal an. Irgendwann haben wir ja 4 entwickelte Pokémon, oder? Ja, alles klar. So, dann haben wir hier noch ein Häuschen. Nächste. Mein Vater liebt Pokémon auch. Pokémon Nicknamen zu geben ist lustig, aber es ist auch nicht einfach. Wenn wir wüssten, wie wir Pokémon Nicknamen geben, hätten alle schon Nicknamen. Falls man hier in der Zuschauer Leute haben, die das Spiel auch spielen und rausgefunden haben, wie man den Pokémon Namen geben kann, in die Kommentare. Ganz dringend. So. Und was haben wir hier? Viridian City School, also die Trainerschule. Na? Weil wir wegen den Tränen hier sind, sollen wir die Treppe runtergehen. Sie hat ihre ganzen Notizen sortiert. Was? Hey, ich glaube, du bist hier, um mehr über Pokémon zu lernen. Leider war bereits ein Trainer dafür hier. Vielleicht kannst du ja mit dem Trainer reden, um zu trainieren, irgendwas herauszufinden. Ich darf nicht durchlaufen. Wieso darfst du durchlaufen? Ich habe mit ihr geredet. Ja, ich darf. Hast du mit der oben nicht geredet? Jackson mit seinem Evoli. Nö, ich darf nicht durchlaufen. Ja, ist frei. Ich stehe ohne. Also hattest du vergessen, mit seiner Mama zu quatschen? So, wir haben den Fehler gefunden. Wir müssen in der Erststadt im Rivalehaus mit der Mutter sprechen. Dann ist hier die Person gar nicht da und man kann einfach durchlaufen. Du folgst mir also? Hast du endlich ein Idol gefunden, zu dem du aufsehen kannst? Oder bist du hier, um ein Evoli erneut zu bekämpfen?
Oh, haben wir das schon mal gemacht? Hoppla. Er ist verschwunden. Und dann sagt er mir, ach, du willst mir also den Platz an der Spitze in dieser Schule streitig machen? Bei mir also, wollte er abkämpfen. Ich habe das anscheinend schon mal gemacht. Das ist mir nicht hast mehr... du nicht den Rivalen, hattest du ihn nicht besiegt in der ersten Stadt? Ja. Ich hatte ihn nicht besiegt. Ach so. Ah, du hast dann hier den Rückkampf. Okay. Das glaube ich nämlich jetzt auch. Gut. Hätte ich dann so erledigt. Ich warte oben am Stadtausgang, wo wir aber nicht durchkommen sind, ob man jetzt durchkommt. Ich hoffe, du gewinnst dein Kämpfchen. Ich hoffe es auch. Nur gucken, ob ich durchkomme. Mein Bonita hat Level Up. Oh, man kriegt die Item, weil man die Trainerschule als Champion quasi, bla. Man kommt hoch. Ah, ja, ich durfte jetzt auch passieren. So, wir sind zurück. Feechen hat jetzt die Trainerschule auch abgeschlossen. Das war nochmal ein Ruf- und Runner-Rennen mit der Erststadt und so. Ja. Das haben wir eigentlich einfach weggecuttet. Ich war in der Zeit noch mal im Pokémon-Center, habe hier Taubsi in der Wiss gefunden. Das fand ich jetzt nicht so spektakulär. Ich glaube nicht, dass da hier jetzt irgendwas Weltbewegendes drin sein wird. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter hoch. Okay. Weil ursprünglich wollten wir uns hier den Wald angucken. Ich mache schon mal meinen Nidoran männlich hoch. Und da halt einmal Menki und einmal Nidoran trainiere. So, was haben die zwei Ladies hier? Ups, Doppel-A geklickt. Fratz ist klein, aber unterschätzt er nicht seine Stärke. Das hier ist ein Labyrinth und wir sollen vorsichtig sein. Ich sehe dich nicht. Ah, okay. Für Tanjawald halt, ne? Gleich hier hoch? Ja, wir gehen mal hoch. Kampf. Oh, hier ist wieder so ein Pokestop-Typ. Okay, erzähl. Kampf von Liu. Oh, ich sehe hier was ganz cool ist. Ich weiß nicht, ob du es aussiehst, aber man kann hier Pikachu fangen. Wie hast du das jetzt gesehen? Ich habe ja schon Pikachu, wenn ich rechts das Ding aufmache, steht Pokémon in Viridian Forest. Das ist natürlich ein Vorteil, ne? Das ist der Pikachu und der mein Team, oder? Blitztyp. So, bin da. Du übersetzt hier, ne? Wow, und da ist es auch schon! Pikachu! Nice! Wow, es kam direkt Donnerschock! Hier gibt's ein natürliches Labyrinth. Ich vermute mal hier drüben. Cherubi! Ich habe eine Kirsche gefunden. Ich will das Pikachu nicht umbringen. Dann wirf doch einfach einen Ball. Ich habe eine kleine Kirsche gefunden. Was ist denn das für ein Pokémon? Ein Pokémon, wo aussieht wie ein Kirsch? Ja. Das ist auch schwarz und weiß. Ein Pflanzen-Pokémon halt. Oh. Pikachu lässt sich nicht so leicht fangen. Das war schon mal ein Pokéball für nix. Er hat mich paralysiert. Du dem Menki ganz schön zurichten. Nächster Pokéball. Jo, also ich krieg's hier schon im Team gezeigt. Ja, klar, okay. Wir können davon ausgehen, wenn es hier im Team erscheint, das muss dann noch gecatcht haben. So, du bist doch links gelatscht. Ja, ich habe mir das kleine Kirschchen jetzt gefangen. Aber ich will es eigentlich wieder ablegen, weil ich es einfach nur süß fand. Was will Jerry? Oh, ich habe noch nicht mit ihm geredet. Nochmal Pikachu. Mit...
Er möchte unsere Hilfe. Ein Mann in einer schwarzen in einem schwarzen Anzug hat sein Taubsi gestohlen und ist da oben reingelaufen. Bitte finde mein Taubsi für mich. Er gibt uns auch ein Fluchtseil, um wieder rauszukommen. Okay. Und er vermisst sein Taubsi. Ich habe ja Kampf der Pikachus. Ich switch mal mit meinem Pikachu raus und lass das Ganze Mirabla machen. Ist dein Team jetzt voll? Ne. Ich hab noch Eslot frei. Ich dachte, vielleicht finden wir was Brauchbares im Titaniawald. Also ich muss auf jeden Fall dann nochmal heilen. Hast du das Item hier? Ja, Pokéball. Okay. Dann quatsch ich noch mit dem Typ. Ja, wir nehmen die Quest an. So. Und was will er? Ich habe auf dich gewartet. Er will irgendein Pokémon gezeigt kriegen. Ist das nicht... Knospi? Ja, Knospi. Ich habe keins. Ich habe auch keins. Oh, Dunkelhöhl. Warte mal, hier wäre ein Name gezeigt. Ich komme nicht hin. Rocket Grunt, das klingt doch schon mal da, wo wir hinwollen. Wer außer Team Rocket? Klaut sonst Pokémon. Genau. Ratzfatz hat auf Level 6. Ja, Mankey rausholen. Mirabla macht das. Bei mir sind alle andere down. Vielleicht wird Mirabla dann Level 10. Also mit der Giftattacke. Easy. Down. Ein Karate-Chop und weg war's. Oh, Tutor Headbutt. Was ist das? Der möchte uns Kopfnuss beibringen, wo man Pokémon aus Bäumen schütteln kann. Oh. Aber wir brauchen den einen Orden, den Boulder-Orden, also den Steinorden. Okay. Also, wenn man Rocco besiegt, dann nochmal daher. Nach Rocco würde ich auch sagen. Aber guck mal, ich brauche das Fluchtseil gar nicht. Ich habe so rausgefunden. Ich auch. Vielleicht, weil er nicht rausgefunden hat. Ah, die Kirsch! Jetzt sehe ich es da. Das macht aber Glumanda. Oh, geil. Also bin ich froh, dass ich mir jetzt gar keine Pokebälle mehr gekauft habe wie du? Warum? Der Kleine hat mir jetzt gerade 15 Pokebälle geschenkt. Was? Wer das heißt, man muss Taubsi zurückgebrungen hat? Ja. Wow, hätte ich das gewusst. Also Leute... Ihr könntet doch Kohle sparen. 15 Pokebälle ist schon eine Nummer. Es war echt nicht schwer, das Ratzfatz von dem Rocket-Typ dort zu besiegen. Und ihr kassiert für nichts 15 Pokebälle. Ein Ratzfatz, wo du auch in der Wiese besiegst. Heavy. Einfach nur heavy. Wir trainieren wieder. Ja, wenn wir das Titaniawald verlassen, melden wir uns wieder. Oder wenn wir das Knospi haben, wo der oben sehen will. Stimmt, falls du das hier auftaucht, ne? Ja. Glaube ich aber nicht. Der Titaniawald ist normal Käfergedöns. Also, ab ins Training. Wir sehen uns danach. Bis dann, ciao, ciao. So, wir haben jetzt gut trainiert, würde ich sagen. Pikachu 7, Nidoran 8, Mankey 9. Mirabla 10, Glumanda haben wir nicht trainiert, das ist 10. Und wir haben das Pokémon gefunden, was der Jeff da oben haben möchte. Beide. Genau, Knospi. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich es endlich mal gefunden habe. Und dein Team? Dein Team? Was, also mein Team, mein Nidoran Mankey ist mittlerweile 9, mein Mankey 8.
Miratna 8, Ponita 8. Ja, Ponita, ein Level noch. Nein, ich habe meine Pokémon falsch rum. Was ich auch noch zeigen wollte, uns fehlen nur noch 3 Pokémon im Vertania-Wald, dann hätte man alles im Vertania-Wald aufgedeckt. Stimmt. So, dann quatsche ich den jetzt auch an. Das ist das Pokémon, das du sehen willst. Nein, da habe ich ihn ja nicht von Ponita als erstes. Er hat 2 Pokémon. 12? Jo, ja, Level 12. Aber ich hab Pikachu zum Glück vorne. Weil ich habe eigentlich Pikachu gerade trainiert. Oh, ich konnte gut Damage machen. Oh, schade. Oh, ja, super. Absorber funktioniert perfekt. Kann man es wieder hochheilen. Oh, das erste down. Das zweite ist... Noch eins. Noch eins. Ja, aber gut. Ich habe durch das erste Level up am Pikachu. Das heißt, das zweite geht leichter. Ich frage mich hier gerade so... Ah. Das macht hier nur Panzerschutz. Was? Bei mir machen sie nur Panzerschutz. Tackle, Aquaknarre, Tackle. Oh, und Pikachu lernt Rückzugshieb. Ich glaube, gegen das zweite komme ich nicht, schaffe ich nicht mal mit Grablis. Boah, Pikachu war eben noch, was habe ich gesagt? 7 ist jetzt dadurch 11. Also Leute, wow. Euer Donnertyp und euer Pflanzetyp ist am Jeff. Jeff ist ein guter Trainer dafür, die zu leveln. Also such dieses Pflanze-Pokémon und dann können das hier wieder weg. Du, ich lasse es jetzt im Team. Ich denke, weil ich nur um Vertania Wald eh wieder in einer Stadt bin, dann kann ich das ablehnen. Also jetzt nochmal runterlaufen, nur um das abzulehnen, wollte ich jetzt nicht machen. Wie ist dein Kampf? Hab gewonnen. Mein Miratler ist auf Level 9 aufgestiegen. Mein Pikachu ist aber immer noch 10. Also das hat kein Level mehr dazu. Ja. Mein Pikachu ist gut gestiegen. Ich mache jetzt wieder Nidoran nach vorne. Ja, ich kenne weiterhin meinen Ponita. Wenn euch das hier gefällt, dann lasst es uns wissen. Like, hype nicht vergessen. Wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pokémon Revolution. Zusammen mit... Ja, ciao, ciao. Oh, ich habe Kampf. Er ist natürlich super. Will ich jetzt nicht. Ich will gegen... Ich will gegen Käfer kämpfen. Wer ist das? Erkennt man das nicht? Das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao.